habe es gerade schon angesprochen, wir reden über operative Geldpolitik. Beim Thema operative Geldpolitik merke ich schon, wie von hinten die Leute näher hier rankommen. Im Übrigen, Sie können sich hier gerne alle wieder auch auf die weißen Stühle setzen. Das gilt gerne natürlich auch für die Herrschaften, die da hinten sind. Operative Geldpolitik, Herr Strohborn, was ist das und was ist das Faszinierende daran? Das, Herr Böker, ist eine sehr gute Frage, die sich im Wesentlichen beantworten lässt mit dem, was Sie und was wir von Herrn Nagel gehört haben in dem Gespräch mit Ihnen, wo es dann über Leitzinsen geht und um deren Erhöhung. Da finden wir uns auf der operativen Geldpolitikseite mit der Frage konfrontiert, und wie machen wir das jetzt, wenn so eine Erhöhung implementiert wird? Und was heißt es dann tatsächlich, wenn man Geld in die Hand nimmt, um eine operative Geldpolitik umzusetzen? Wie macht man das genau? Wie macht man das in ganz Europa? Und da haben wir tatsächlich jede Menge Fragen und jede Menge Spannung, wie wir sowas machen, um es richtig zu machen. Können Sie mir ein Beispiel nennen, damit ich mir vorstellen kann, wie Sie das machen, wie Sie das umsetzen? Ein schönes Beispiel ist, dass wir an den Märkten traditionell aktiv sind mit der Umsetzung der Geldpolitik, indem wir die Zinsen festlegen, das sind die sogenannten Leitzinsen, für die Geschäfte, die die Banken mit uns machen, wenn sie sich Geld bei der Bundesbank holen, Zentralbankgeld. Dazu gibt es sogenannte Tendergeschäfte, und die im Moment, sage ich mal, bekannteste Form des Tendergeschäfts ist die, die wir in den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften finden. Da können sich Banken, klassischerweise ist es für eine Woche, diesmal für mehrere Jahre Geld holen. Und wir setzen die Geldpolitik um, indem wir den Banken zu einem bestimmten Zinssatz, wenn der erhöht wird, zu einem höheren Zinssatz, dieses Geld anbieten. Und um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, das ist vielleicht an der Stelle ganz wichtig, wir reden hier nicht über kleinere Summen, sondern über durchaus eindrucksvolle Größenordnungen. Wenn man das Gefühl für die Größenordnung bekommen möchte, muss man ja heutzutage aufpassen bei den Milliardensummen, die da rumgehen. Aber zum Beispiel hat die Bundesbank 900 Geschäftspartner, die geldpolitische Geschäfte mit ihr machen können. Und die Kollegen in den Tendergeschäften haben 400 Milliarden an Krediten aktuell allein in Deutschland ausstehen für die Geldpolitik, an geldpolitischen Tendern. Und um die 400 Milliarden ein bisschen einzuordnen, weil das eine abstrakte Zahl ist, kann man vielleicht ganz gut sich vorstellen, wenn man sich vorstellt, unser Bruttosozialprodukt, das, was in Deutschland erwirtschaftet wird in einem Jahr, da reden wir über eine Größenordnung von 3.600 Milliarden. In Hessen, wo wir gerade sind, als Bundesland, haben wir so eine Größenordnung von der Wirtschaft von etwas über 300 Milliarden. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch am Telefon gesagt, Herr Böker, dieses Thema ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich gestehe, operative Geldpolitik wäre vielleicht nicht so mein allererstes Herzensthema. Was ist für Sie an der operativen Geldpolitik eine Herzensangelegenheit? Ich glaube, als ich noch an der Uni war, in den 90er Jahren, haben wir noch eine D-Mark-Zeit gehabt. Da hätte man sagen können, es ist so spannend, einer wichtigen Institution wie der Bundesbank in Deutschland zu arbeiten, die einen ausstrahlenden Effekt hat auf ganz Europa, auf die ganze Welt mit ihrer Geldpolitik. Die Dimensionen, die wir im Euro haben, haben manche gesehen als auch einen Rückgang der Bedeutung vielleicht, der relativen Bedeutung. Ich bin als starker Fan von Europa an der Stelle sogar noch ein bisschen begeisterter gewesen, weil wir jetzt die Geldpolitik in ganz Europa zusammen machen und umsetzen im Eurosystem. Und wir an der Stelle tatsächlich nicht nur die Frage haben, wie kriegen bei uns die deutschen Banken unsere Geldpolitik operativ zu spüren und umgesetzt und wie machen wir das im Detail, sondern wir sehen das Thema, diskutieren wir in allen Gremien in Europa mit Europäern, die ganz andere Bankensysteme haben, andere Systemvoraussetzungen haben, ganz andere Zahlen. Ich nenne ein Beispiel, wenn wir mit unserem lettischen Kollegen sprechen, dann hat der ganz andere Probleme als wir. Wir haben 900 Banken, mit denen wir Geschäfte machen. Der hat vielleicht 20, wenn es hochkommt.
Und trotzdem müssen wir Lösungen finden, die für alle funktionieren. Es sind ja nicht nur andere Banksysteme und Bankstrukturen, es sind ja auch andere Kulturen, andere Mentalitäten, andere Sprachen. Wie arbeiten Sie da zusammen? Wie finden Sie auch zusammen? Das war, glaube ich, auch bei denen, die ganz am Anfang dabei waren, eine der spannendsten Erfahrungen. Am Anfang des Eurosystems, wenn man die Altvorderen hört, die das mitgestaltet haben vor über 20 Jahren, dann ist das tatsächlich eine ganz spannende Erfahrung gewesen, weil die Komitees, die dort gegründet wurden, wir haben ja den Europäischen Rat, den Rat der Gouverneure, den EZB-Rat, der die Entscheidungen fällt. Aber der wird vorbereitet über Komitees, die verschiedene Felder abdecken und für die jede Nationalbank ihre Experten entsendet. Die wiederum haben diese Komitees Arbeitsgruppen. Und in all diesen Gruppen wird gearbeitet, am Anfang des Eurosystems noch mit Übersetzerkabinen und tatsächlich jeder in seiner Sprache sprechend. Und mittlerweile sind wir alle auf Englisch umgeschwenkt, inklusive auch im Rat selber. Was also ein ganz spannendes Phänomen ist, weil die einzige Zentralbank, wo wir Native Speakers haben, die Iren sind. Und das Englisch der Iren ist nochmal ein sehr spezielles. Und wir haben tatsächlich an der Stelle ein Fachwort Englisch, das seinesgleichen, glaube ich, sucht in der Gemeinschaft. Und wir haben ein ganz interessantes Phänomen, auch innerhalb der Bundesbank. Wenn Sie die Bundesbank-Publikationen anschauen, geben sich unsere Kollegen, die deutsche Publikationen rausgeben, sehr viel Mühe, überall deutsche Wörter zu finden, die auf die geldpolitischen Instrumente passen. Wenn Sie in der Bundesbank mit den Kollegen sprechen, werden diese Worte nur verwendet von denen, die sie erfunden haben auf Deutsch. Alle anderen reden mit den englischen Begriffen. Herr Strohmann, gibt es eine grüne Geldpolitik? Und wenn ja, was bedeutet das? Wenn ich es ganz plakativ beantworten müsste, würde ich sagen, grüne Geldpolitik geht am Thema vorbei. Die Geldpolitik kann einen grünen Farbschimmer zeigen. Und vielleicht perspektivisch, wenn das Mandat ein anderes wäre, von der Rechtslage her, auch grüner werden. Aber die eigentliche Geldpolitik hat keine Farbe, sondern ist der Preisstabilität verpflichtet. Wo es ein bisschen jetzt trickreich wird, ist, wenn wir uns darüber unterhalten, an welcher Stelle die Geldpolitik beeinflusst wird durch Umweltentwicklungen, die Maßnahmen nötig machen an der anderen Stelle. Und da kann man halt sagen, es gibt durchaus, wir sind der Risikolage verpflichtet von unserer Bilanz her. An der Stelle sieht man, dass die Klimaveränderung Risiken mit sich bringt, die Preiseffekte hat. Und dann kann auch Geldpolitik ein grüneres Gewand tragen, aber eben mit dem Zweck der Preisstabilität oder der Risikominimierung. Welche Rolle haben die Währungsreserven bei der Deutschen Bundesbank? Die Währungsreserven sind fast schon eine historische, gewachsene Notwendigkeit. Und auch in der gegenwärtigen Lage, wenn wir uns die weltpolitische Lage anschauen, ein Teil einer Autonomie, die sich eine Zentralbank geben kann, wenn sie intervenieren kann in den Märkten. Falls die Dinge international anders laufen, wobei wir dann auch wieder unterscheiden, wie interveniert wird, ob synchron oder auf einzelner Basis. Die Bedeutung ist, ich würde sagen, operativ, dass ich überhaupt intervenieren kann an Märkten. Beispielsweise, wenn meine eigene Währung ungerechtfertigt schwächeln würde und sich die Zentralbanken der Meinung sind und die Zentralbanken der Meinung sind, wir müssen was tun, kann ich mit meinem Geld intervenieren, meine eigene Währung stärken. Ich kann aber auch eine andere Dimension betonen, und das ist in Deutschland auch die, dass ich einen Stabilitätsanker habe. Wenn ich eine Substanz habe in meinem Bilanz, die durchaus was hermacht, und wir haben die in Deutschland in zwei Ecken. Währungsreserven ist ein schimmernder Begriff. Die Währungsreserven sind einerseits auf der Seite der Währungen, der klassischen, wo wir entsprechende Staatspapiere halten.
ganz vorne dran die USA und Japan, aber auch Kanada und neuerdings auch China und den australischen Dollar. Aber wir haben auch bei den Währungsreserven den großen Goldblock liegen, der ja aus einer ganz anderen Zeit kommt. Jetzt die Frage, wo? Wo lagern die Währungsreserven? Also ein Teil der Währungsreserven, nämlich der eine Goldblock, den Sie heute anfassen können, direkt hier. Und lässt sich hier schön anschauen. Der andere, kann man sagen, wenn wir jetzt bei den Währungsreserven sind, eine sehr gute Frage, wenn wir nämlich auf den Staatstiteln sind, von denen ich eben sprach, die lagern bei den jeweiligen Zentralbanken, weil eine Währung verlässt in der Form nicht ihre eigentliche Heimat. Beim Gold ist es ein bisschen anders. Das Gold ist ja durchaus anfassbar, wie man bei dem Goldbarren heute sieht. Und hier kann man sagen, wir haben roundabout die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte des Goldes mittlerweile wieder in Deutschland und die andere Hälfte an großen Lagerplätzen. Wir sind, um so ein bisschen eine Dimension zu geben, der eine Goldbarren repräsentiert ganz viele und zwar in der Größenordnung von 1700 Tonnen in Deutschland, 1600 plus minus außerhalb von Deutschland. Und die Lagerstelle, eine davon lässt sich heute wunderschön beobachten in dem virtuellen Rundgang mit der VR-Brille. Da wird man auch einmal in den Tresor geführt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte das Vergnügen, einmal da gewesen zu sein. Wie fühlt sich das an? Eindrucksvoll. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, und obwohl ich jetzt hier bestimmt geschimpft werde von Kollegen, ich hatte auch das Vergnügen, das Gleiche mal noch vor meiner Zentralbankzeit in der Fed erleben zu dürfen. Und die Amerikaner sind halt die besseren Verkäufer. Weil? Die haben das Ding so präsentiert, dass sie als Publikum rein können ins Gold. Wir machen das aus Sicherheitsgründen nicht. Wir haben in Amerika da wird der Tresor aufgemacht an einer Tresortür. Wenn ich mich recht entsinne, war die 20 Tonnen schwer. Und das Erste, bevor man ins Gold kam, war die Präsentation. Das ist eine deutsche Präzisionsarbeit. Wie man die mit dem Finger anstupsen kann, dass sie zugeht oder aufgeht. Sowas ist erstmal beeindruckend neben dem ganzen Thema Gold. Aber auch bei uns im Gold sehr eindrucksvoll. Sie haben diese Tresortür selber mit dem Finger? Es wurde einem gezeigt und man durfte mal dran fassen. Ist ja, also wie gesagt, das ist auch amerikanisches Talent der Darstellung.